Hallo bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kung Fu Commander Li Fung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Also ich habe ja am Montag ein Video gemacht, da ging es um die Rechte von Homosexuellen. Ich habe das Thema in meinem Kanal noch nicht gehabt. Ich war gespannt auf die Feedbacks, was da kommt und so. Allerdings war ich enttäuscht, dass das Video so viel Daumen hoch, andersrum. Ich war sehr enttäuscht, dass das Video so viel Daumen runter gekriegt hat, weil da sind ja so sehr viel homophob unterwegs. Das ist das Bildungswort für homosexuelle Feinde oder Leute, wo Homosexualität heißt. Und da war ich sehr überrascht, dass es überhaupt so viel Homophobe gibt. Kann ich gar nicht verstanden. Also und aber es gab ja mehrere, die das Video gefallen hat, und das Video hat ja fast nur mit so viel Daumen hoch. Das hat mich dann natürlich gefreut. Ja. Was ich enttäuschend gefunden habe, war, bis auf ganz wenige gute Kommentare, gab es auch sehr viel Mischwort drunter geschrieben, wo es so viel Blödsinn. Man muss ja auch Videos machen, wo ernsthaft ist. Und da kann man ja ernsthafte Kommentare erwarten. Da geht es um Rechte und Freiheit von Menschen, um Gefühle von Menschen. Und von daher war mir das wichtig, dass da ernsthafte Kommentare standen. Ein Feedback von Leuten, die quasi die Homosexualität betrifft, hätte mich dann gefreut, dass die dann sagen, ja, es ist ja super, dass du dich für uns einschätzt. Oder, ja, ich habe eigentlich nicht geoutet, so, ich wollte mir auch nicht in der Öffentlichkeit präsentiere zum Beispiel als Lesbe oder habe es meinem Freundeskreis, meinen Eltern vielleicht verschwiegen. Aber dank deinem Video habe ich Mut, dass ich mir meine Eltern erzähle oder meinen Freundeskreis. Ne? Oder vielleicht auch Kritik von jemandem, der homosexuell ist und sagt, ja, du bist zwar gut gewohnt von dir, aber da hast du jetzt ein bisschen trocken angeschnitten oder das stimmt nicht so ganz. Hätte mir auch gerne belehren gelassen. Ja? Und hätte mich auch sehr darüber gefreut, über gutes Feedback oder überhaupt auch vielleicht auch über Kritik, was man da, was ich da vielleicht besser sagen können hätte. Und ja, ich finde es halt wichtig, dass man andere Gemeinschaft zusammenhaltet und dass man sich nicht gegenseitig Außenseiter möchte. Und dass man auch ja, ich bin immer noch müde, ich habe Frühschicht, also ganz so kaputt wie am Montag bin ich jetzt nicht, aber ja, mit einer Casino oder einer Wohnung, wie klingt es da? Ja, was ich sagen will, ist, wenn sich einer für Frauen interessiert, so wie ich, dann man will Menschen und man will Geborgenheit und Liebe und so weiter und Romantik und was auch immer. Gut, wer jetzt homosexuell ist, der wird vom gleichen Geschlecht erzogen. Aber die Normalität ist auch, dass er zum anderen Menschen will. Also da haben ja die Heteros und Homosexuelle was Gleiches. Ja. Von daher ist das schon normal, so eine Homosexualität ist eine Normalität. Auch wenn es was Besonderes ist, jetzt von einer großen Menschenmenge her, aber es ist eine Normalität, wenn man sich von anderen Menschen erzogen fühlt. Ja. Und da haben wir so auch teilweise so sinnfreie Kommentare gelesen und so. Wie wenn einer sich für homosexuell einsetzt, dann muss er selber schwul sein oder lesbisch. Fand ich blöd, warum denn? Ja, warum muss man da schwul sein oder lesbisch, wenn man sich für homosexuell einsetzt? Muss man ein Ausländer sein, wenn man sich für Ausländer einsetzt? Muss man zur jüdischen Religion gehören, wenn man sich für die jüdische Gemeinschaft sich einsetzt? Also das ist schon wieder so, verstehe ich nicht, PISA-Studie, BRD, weil ich verstehe es einfach nicht. Ja. Muss man Delfin sein, wenn man sich für Delfine einsetzt? Also ich verstehe es halt nicht. Ja. Nichtsdestotrotz, homophobe Leute, also die, wo homosexuell heißen, sind in dem Kanal auch nicht willkommen. Die können wir auch gerne deabonnieren. Homosexuelle und Heteros, wo das akzeptiert, also die Lesben, Schwule und Bi-Leid und überhaupt allgemein Toleranz zu anderen Leuten, sind herzlich willkommen in meinem Kanal. Die können wir auch gerne abonnieren. Ja.
Bisher bestand auf Frauen und lasst trotzdem jedem seine Richtung und sein Leben. Wenn er damit niemand belästigt und gefährdet, ist das alles in Ordnung. Und ich habe auch Respekt vor Homosexuellen und sehen Mensch, wie er sich verhält und nicht, wo er herkommt und auch nicht, was für sexuelle Richtung er hat. Das ist ja jedem selber überlassen. Jetzt machen wir ein Unboxing-Video, da geht es um Supplements. Ja. Ja, ich habe mir Fettburn-Tabletten verkauft, also zum Fettverbrenner-Tabletten. Und umsonst, so wie ich das noch zur Rechnung gelesen, also Fettburn-Tabletten habe ich Geld zahlen müssen, abdem mir. Und das hat 0,0 Euro gekostet. Stell auf die Rechnung, so geschenkt von der Firma, haben sie Protein-Riegel rein, jetzt noch nicht aufgemacht. Ja. Machen wir jetzt auf. Die Fettburn-Tablette wollen jetzt mal eine Weile warten, bis es einsetzt. Um Muskel aufzubauen, macht man Hochladephase. Mit dem Kaloriendefizit lässt sich keine Muskel aufbauen. Jetzt will ich noch mein Po ein bisschen frigischer gestalten. Der war eigentlich davor sehr knackig, muss ich sagen. Aber ich möchte, dass das halt so ein richtiger Freak-Muskel wird. Ja? Und deswegen, um meine Po-Muskulatur dementsprechend zu gestalten, kann ich nicht gleich auf Kaloriendefizit machen, auf Null. Sondern muss ein kleiner Kalorienüberschuss haben. Und wenn ich mit meiner Po-Muskulatur sage, okay, so ist in Ordnung, dann kann ich dann an meiner Taille schaffen, wie so Sandsolette, sagt man, quasi schlanke Taille, Waschbrettbauch und extrem muskulöse Po und natürlich auch definierter muskulöse, gut muskulös bin ich schon, weil ich bin ja jetzt, habe ja die Aufladephase vor kurzem erst beendet. Alle Muskeln müssen da überall stimmen, Brust, Arm, Schulter, Nagel und so weiter. Ja. Dass das ganze Gesamtbild stimmt so. Also ich fahre jetzt nicht mein Kaloriendefizit ganz auf Null, sondern einen leichten Kalorienüberschuss. Wenn ich mein Po zufrieden bin, kann ich sagen, okay, jetzt gehst du richtig runter. Da geht nämlich dann kannst du Fettverbrenner am Detail, am Bauch und so weiter richtig definieren und die Po-Muskulatur bleibt erhalten und das ist das Ziel, was ich eigentlich möchte. Ja. Und im Bodybuilding muss man realistisch Ziel haben, das verfolgen, dass man im Training auch ehrgeiziger. Ja. Hat man auch geschrieben, was sie also im Vorschlag, wie lange ich eine Aufladephase machen muss, das ist das Problem, ich weiß nicht, wie alt du bist, wie viel du wiegst, wie groß du bist, wie weit du im Bodybuilding bist, bist du am Anfang oder bist du in der Mitte oder bist du schon fortgeschritten. Das sind alles Faktoren, wo ich gar nicht äußern kann. Wenn ich die Faktoren nicht weiß, ich kann keine allgemeine Richtlinie geben. Ich muss ja individuell auf die Leute losgehen, zugehen. Ja, und wenn du Anfänger bist und bist du dünn, dann fress, was das Zeug hält, ja, dass du erstmal einen stimmigen Körper kriegst. Ja. Sagen wir, wiegst 60 Kilo oder so und bist ja 1,80 Meter groß. Dann esse Vollkorn, also richtig, was halt wichtig ist zur Aufbauphase, aus Schrot und Korn, Reis, Rind, Pude, Huhn, Fisch, ja, die ganze positive Sache. Ja. Reis, Schwarzbrot, ja. Und dann halt aber auch Matsch, ja. Da kannst du mal ein Kilo Eis essen, da kannst du mal ja, richtig dicke Hamburger essen, mal riesige Pizza essen, ja. Das gehört auch dazu. Ja. Ein Bodybuilder in der Aufladephase, die sehen aus wie verzaubernde Schweine, ja. Das gehört dazu. Wie lange du die Aufladephase machen musst, also ich weiß auch nicht, wo auch dein Ziel ist. Ja, bist du froh, wenn du schon 80 Kilo wiegst? Ja, oder willst du mal 100 Kilo wiegen oder wie auch immer? Und Herztraining gehört dazu. Ja, und die Erholungsphase und die Schlafzeiten. Das sind alles, wo wir zum Erfolg führen. Ja, ganz kurz ausgedrückt, wenn du 60 Kilo wiegst, erstmal essen, guckst du, wie man nach einem Jahr aus ist, ob noch aufladen musst oder ob du gleich definieren willst. Ja, und wenn du der Fortschrittener ist, ja, Der braucht in der Aufladephase ein paar Monate, weil er schon Grundkraft gewonnen hat. Und dann möchte er die Diätphase. Ja. So. Und bei mir ist halt so, mein Ziel ist die Silhouette.
muss halt noch mein Po ein bisschen friedlicher gestalten und dann schlanke Po und schlanke Taille und dicke Po-Muskeln. So, also das ist mein, also wenn man ein Ziel, bin eigentlich mit meinem Ergebnis zufrieden, tue Beine und auch Po tue ich gut im Training isoliere und es kostet brauchen wir halt Spezialübungen, keine anderen Übungen dazu gelernt. Ich bin zwar Erfahrer, aber lerne immer was dazu. Ja. Und ich bin schon also mit dem ganzen Erscheinungsbild bin ich schon zufrieden, wie die ganzen Muskeln sind. Ja. Aber ja, hat noch ein bisschen Bauch, das kommt noch alles weg. Immer alles am anderen. Und da denke ich, dass das ganz gutes Gesamtbild wird. Jetzt packen wir das Päckchen aus. Ja, wie kommt der drauf, dass ich schwul bin? Ja. Weiß nicht, ich hocke zwar auf einer rosa Bettdecke und einem rosa Messer, ne? Absicht gar nichts. Neu, die Bettdecke hat meine Frau gekauft, das Messer hat meine Frau mal gekauft und Frau stand dort auf rosa. Ja. Jetzt habe ich es nicht auspackt, aber mit so Luftdinger, das ist mir ganz gut. Ja. Also als Verpackungsding, dann haben wir da Rechnung, Quittung, das ist das. Gutschein, geil. Gutschein ist immer gut. Ich zeige aus, der Gutschein. Oh, so kleine Schachtel ist das. Also, Hellborner nennt sich, Black Edition. Ja. Hellborner, ich bin eigentlich kein Freund von so einem Namen. Aber ja, was mit der Hülle zum Tor hat, ich weiß, das sieht man heutzutage anders. Ich bin halt sehr religiös. Aber ich kaufe es halt aus Hellborner. Hellborner kaufe ich ja die Tabletten, dann um abzunehmen. Ich habe mir ein bisschen Gräserschachtel vorgestellt. So, 120 Kapseln sind drin. Das soll mir bei der Fettverbrennung helfen. Und Proteinriegel haben wir. Ja. Den können wir gleich testen. Ich weiß gar nicht, was Geschmack ist. Ei Proteinbar. Dark Schokolade, also braune Schokolade. Ist gut, das Ding. Beim Essen muss man schwitzen. Sorry.